Flint, Steine. Sehr, sehr gut. Sind wir gleich überladen wahrscheinlich. Kriegen wir jetzt mal diesen blöden Zombie. Oh, der hört da nicht auf. Der rennt immer noch hier rum. Der rennt da immer noch rum. Ah, guck mal, was das so für Innovationen hat. Muss man ja schon mal sagen, ne? Geile Sache. Hör doch mal auf, meine Wand kaputt zu machen, du Blödmann. Oh, was hat die kaputt gemacht, tatsächlich? Also ich komme besser, wenn ich einfach den hier die Wand einschlagen lasse. Da komme ich deutlich besser sogar. Aber ich brauche jemanden, der den mal einschlägt. Nützt ja alles nichts. Oh, das darf wohl nicht wahr sein. Nein, nein. Och, das darf nicht wahr sein. Jetzt muss ich. Ich muss auch was essen. Scheiße. Och, das ist schlimm. Jetzt ist die Folge schon wieder zu lang. Jetzt muss ich sie wieder in zwei zerschneiden dann. Guck mal, was ist das hier? Mach schon kaputt. So, jetzt guck mal erstmal, wir essen erstmal was. Wir essen mal. Das ist gut, dass ich direkt neben dem Maisfeld wohne. Wenn dieser absolut verrückte Zombie nicht da wäre. So, Medizin habe ich jetzt natürlich nicht. Super, mein Medic ist auch weg. Oh. Komme ich hier rein in das Haus? Kann man hier vielleicht durchgehen? Och, kann man nicht. Zum Glück ist der Zombie ein bisschen doof, aber der da unten nicht. Oh, hört mal auf, lass mich noch mal in Ruhe. So, jetzt bin ich erstmal wieder vollkommen satt. Und jetzt heile ich auch wieder. Ich habe vorher schon geheilt, alles klar. Junge, 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 Junge. Was ist denn das? Scrap Pie, keine Ahnung. Jetzt habe ich natürlich aus meinem eigenen Haus vertrieben. Da ist der Wichser schon wieder. Oh. Aber er ist ja jetzt ein bisschen weit weg. Oh, guck mal, hier gibt es ein Schwein. Aber das brauche ich nicht. Ich hab ja Mais. Ich habe ja Mais. Stein auf jeden Fall nicht schlecht. So. Can't reach, jetzt aber. So, jetzt, aber jetzt bauen wir das. Pass auf, jetzt bauen wir nochmal. Die Wand bauen wir nochmal hier hin. So. Schade, dass er das nicht automatisch dreht. Das ist ein bisschen doof. So, einmal dahingestellt haben wir die Wand wieder. Jetzt bauen wir hier noch eine Wand hin. So, haben wir die auch wieder. Jetzt wollte ich da unten noch so einen Pfosten hinstellen. Das geht aber natürlich nur, wenn man nah genug dran steht. Ach, das ist an die Wand dran gestellt, okay. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Wände erstmal wegbauen können, während wir hier heilen. Also du siehst, also ich komme besser, wenn ich das vom Zombie einschlagen lasse, als wenn ich es selber mache. Aber es geht ja. Es geht ja. Es geht halt nur langsam. Ich glaube, ich heile mich nur, wenn ich sehr, sehr satt bin, glaube ich. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Rope für die Tür. Und wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass uns die Zombies hier drinnen nicht sehen und auch nicht da rein verfolgen können. Da ist wieder einer. So, vielleicht sollte ich auch einfach mal darauf achten, dass bevor ich. Guck mal, das ist ein Fenster. Ach, drauf gepfiffen. Stellen wir hier einfach mal ein Fenster davor. Pass mal auf. Aha, geht ja gar nicht von der Seite. Ach, wir machen erstmal die. Ich mache das jetzt nicht kaputt zuerst. Ich muss. Ich gehe mal raus. Ich baue mal, bevor hier Nacht wird. Bevor hier Nacht wird, wieder. Drehen wir das nochmal. Dann schieben wir das nach hier oben. An den da ran. Ach, geht nicht. Weil die da im Weg ist. Scheiße, Mann.
Da muss ich die jetzt abbauen, das nützt alles nichts. In der Hoffnung, dass mir hier nichts weiter passiert in der Zeit. Und dann muss ich schnell die Wand da hochziehen bis rüber, dass ich zumindest vernünftig rein raus kann. Soll ich bloß die Map ein bisschen drehen und gucken, wo ich. Das ist natürlich noch cool, wenn man unabhängig von der Karte einfach ein bisschen rumscrollen könnte, während der da unten die Wand kaputt haut. Meine Axt macht 19 Schaden. Das ist also schon eine relativ starke Axt, die Eisenaxt, die ich mir da geklaut habe. Wir haben schon 171 Lebenspunkte. Wenigstens sind wir vom Tod ein bisschen weg. Wir sind immer noch näher am Tod als am Leben, aber es geht schon. Na komm, mach weg die Wand. Ich brauche definitiv bessere Waffen oder ich brauche mehr Stärke. Ich weiß nicht, ob man sich hier hochleveln kann. Auf jeden Fall ist es sehr gut, dass ich ein bisschen Mais einstecken habe. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. So, einsammeln, einsammeln. Jetzt aber schnell eine Wand oder bauen wir schnell ein Fenster. So, sieht das gut aus. Und jetzt eine Wand direkt daneben. Eine Wand, meine ich. Genau so. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem, dass ich hier oben das auch nicht richtig hingestellt hatte. Aber was soll's? Wir machen jetzt noch eine Wand. Scheiße, das ist eine Tür. Da brauche ich ein Rope. Was brauche ich denn, um eine geschlossene Tür zu bauen? Die war doch hier auch irgendwo. Wood Window, Kolumn. Na gut, wir machen noch eine Wand dahin. So. Und da stellen wir auch nochmal so ein Lock davor. Genau, so sieht das gut aus. Und jetzt sehen wir auch, dass das nach innen versetzt ist, aber jetzt brauche ich. Wo ist denn das jetzt? Closed Door. Habe ich da vorhin gelesen. Okay, was brauche ich erstmal? Eine Rope. Es wird nämlich wieder Nacht. Rope finde ich. Irgendwo hingen die, an irgendwelchen Pflanzen hingen die. Da gab es richtig, glaube ich, direkt Bambus vielleicht? Nee. Foliage ist es auch nicht. Scrub. Irgendwo waren die. Entweder konnte man sie aus. Genau, aus Wein konnte man sie drehen. Glaube ich. Das ist nur ein Buschen einfacher. Der Zombie und bewegt sich schon. Foliage. Wir essen noch mal ein Mais. Essen noch mal ein paar Mais. So, sind wir erstmal wieder gesund. Also, sind wir jetzt nicht mehr hungrig. Hungrisch. Hungrig. Nicht mehr hungrig. So. Doppelfolge heute gleich gedreht wieder mal. Aber wird noch weitergehen. Ich muss halt nur zurechtschneiden jetzt hinterher. So, dann greifen wir. Ach, das ist einfach nur ein Mensch, das ist kein Zombie. Gut. Bin ja zufrieden. Hier haben wir das Campfire, kann ich mich da aufwärmen irgendwie wenigstens? Nee, was für Kohle nützt mir nichts. Ich brauche keine Kohle. Ich brauche was zu essen machen. Kaktus, gibt's da vielleicht Wein? Wo kommt denn. Ich glaube, Wein ist, glaube ich, eine Pflanze, richtig. Was ist dieses Straw? Das ist ein Strauch gewesen. Eine Palme. Das ist eine Kokosnuss. Die nehmen wir auch mal mit. Dann machen wir die auch nicht kaputt, sinnlos. Auch nur ein Busch. Wie komme ich denn jetzt bitte an. Wir müssen mal reinschauen hier. Für den Torso brauchen wir auf jeden Fall noch Schutz und für die Beine auch. Zwei Weihen habe ich. Was ja im Großen und Ganzen ganz gut aussieht. Zwei Weihen. Ich will mal schnell schauen. Wie war das denn? Wo war denn das Rope? Ich glaube, ich konnte Rope selber bauen. Guck mal, hier gibt es so richtige Maschinengewehre und sowas. Hier ist für Landarbeit. Hier gibt es so viel. Es ist so krass. Hallo, wer dich?
Scheiße, jetzt muss ich wieder abhauen. Meine infizierte Frau stärker ist als meine Eisenhacke. Mal gucken, was die so haben. Haben die irgendwas? Die hat einen Helm. Ein Arbeitshelm. 300 Lebenspunkte, 0 und 6. Was ist der hier? 200. Okay, dann stellen wir das mal dahin. Ob das jetzt so stimmt, was ich gesagt habe, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall. Ich will mal schnell schauen jetzt hier, ob ich die Strobe noch finde. Ich glaube, aus Wein war das gemacht. Wo? Irgendwie war das doch das Seil. Jetzt wollen die hier rein, die Idioten. Scheiße, Sauzuckerzähl. Sag an, Mann, wo ist das Seil? Muss ich die Ropes dann doch... Ach, ich brauche die Werkbank dafür, glaube ich, oder? Ey, ihr Spackos, lasst ihr mal mein Haus bitte ganz. Wisst ihr, wie viel Mühe das war? Ja, da brauchst du gar nicht blinken, der Mais hilft mir jetzt auch nicht. Scheiße. Ich habe keine Medizin. Aber irgendwo hatte ich schon, ich hatte mal irgendwo eine Werkbank irgendwo. Gehen wir mal wieder ins Haus rein. Du bleibst aber mal schön draußen. Dann bauen wir uns einfach mal eine Werkbank. Und schon ist der nächste Zombie wieder da. Und die machen einen Schaden und ich mach keinen. Das darf doch wohl nicht wahr sein, Mann. Schnell einen Crafting Table. So. Und trotzdem finde ich das Rope nicht. Barbed Wire. Scrap Metal und Pipe. Das ist was anderes. Lockt mir da, komm nur. Ich bin gleich tot. Alter Falter, Mann. Ich finde das Rope nicht. Ich kann's nicht finden. Scheiße. Aber jetzt ist er wieder drin. Oh, es ist ja auch da. Jetzt bin ich gleich tot. Jetzt renne ich wieder von meinem eigenen Haus weg. Ich bin so, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo zum Teufel findet man ein Seil? Gut, naja. Das ist keins. Das ist Kohle. Hier haben wir eine Fackel. Ich erstmal sicher im Warmen, am Feuer. So, jetzt haben wir auch alles aufgebraucht. Alles aufgebraucht. Wo zum Teufel kriege ich ein Seil her? Wie baue ich ein Seil? Scheiße. Shit, Mann. Ein Safe. Eine Kiste. Chemistry Strove Sewing Machine. Ein Workshop. Vielleicht brauche ich den. Ah, da brauche ich. Guck mal, was ich dafür alles brauche. Och, jetzt muss ich wieder wegrennen. Wir sind noch. Wir haben noch ganz viel vor und wir werden es nicht schaffen, glaube ich. Gut, jetzt mache ich erstmal folgendes. Ich logge mich mal eben hier aus. Ich bin ja jetzt in der Nähe meines Hauses. Ich mache mal eben einen. Nein! Die machen alles kaputt. Die machen mein Haus kaputt. Es werden immer mehr. So eine Scheiße. Gibt schon wieder Mais? Einen. Naja, wenigstens etwas. Was gibt's denn hier drinnen? Nix mehr. Ich stehe hier im Dunkeln. Das sind zwei Säulen bloß. Hat jemand angefangen zu bauen? Ein toter Baum mitten im Wasser? Ach nee. Ein Bambus. So, ich lock mich jetzt mal aus.